Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und Night City. Machen wir mal weiter mit den Enten. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, als nächstes müsste ja das Rogue-Ende kommen. Dafür habe ich mich ja, glaube Zeit ich, zum entschieden. Nachdenken, ha? Das ist gerade nicht so leicht. Ja. Sag mir. So, überspringen wir nochmal wieder. Das haben wir ja jetzt schon ein paar Mal gesehen. Nimm Tschüss, dir Misty. Zeit. Johnny! Du hast mir einen schönen Schrecken eingejagt. So, das letzte Mal haben wir ja Arasaka vertraut. Das war auf jeden Fall eine Erfahrung. Eine sehr krasse Erfahrung. Da im Weltall. Und als letztes möchte ich ja Panem oder Panem machen. Deswegen, Johnny, es ist dein Tag. Ich finde, du solltest es mit Rogue versuchen. Ihr habt die beste Chance. Bist du ganz sicher? Von da an gibt's kein Zurück. Moment, ich nehme noch mal meine Pillen. Bin ich, zieh durch, Johnny. Ich könnte einfach jetzt Schluss machen. Okay, das haben wir ja auch schon gesehen, das Ende. Na dann. Du bist dran, Johnny. Let's go. Ich vertraue dir. Übernimm das Steuer. Aber lass uns am Leben, ja? Danke, Vi. Ich bringe uns da rein. Wirst sehen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Sehen uns auf der anderen Seite. So sei es. Und wenn ich dafür die ganze Stadt niederbrennen muss. Oh. Wen haben wir denn da? Na. Auf geht's, Rogue. Ich bin mal gespannt, ob sie das mit uns durchziehen will überhaupt. Weil das letzte Mal, als wir sie getroffen haben, war sie ja plötzlich abgehauen. Hi. Das Geschäft läuft nur, weil ich es gebe. Und meine Stimmung kann sich jederzeit ändern. Moment mal, eine Sekunde. Das merken wir ja schon. Tja, wie hat eine Pause? Ich bin's. Rate nochmal. Rate nochmal, Rogue. Einmal darfst du noch. John. Wir reden später, Wakako. Was willst du, Johnny? Er hätte wenigstens ein Lächeln erwartet. Ich habe was Wichtiges unterbrochen, ha? Huh? Habe ich etwa was Wichtiges unterbrochen, ha? Huh? Ich habe das Gefühl, diese Unterhaltung könnte wichtiger sein. Du willst was. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Oh je, klar will ich was. Nettes Setup, Rogue. Klar will ich was. Und zu wem sollte ich damit sonst gehen? Von der ganzen verrückten Atlantis-Crew hast nämlich aus irgendeinem Grund nur du Was zum überlebt. Teufel soll das heißen? Ich habe mich nur erinnert. Vermisst du die alte Zeit? Ich will nur ein paar Lücken füllen. Das klingt irgendwie strange. Ich erinnere mich nur. Vermisst du die alten Zeiten, Rogue? Ich finde gut, wie es ist und wie es mir damit geht. Das merke ich. Schade, dass sonst keiner der Atlantis so viel Glück hatte. Rogue, warte bitte. Wo gehst du hin? Hey Leute, wir schließen. Was? Wieso? Raus Wir sind noch jetzt. nicht fertig. Oh doch, das seid ihr. Scheiße, was ist denn los? Nichts. Deine Schicht ist vorbei. Geh nach Hause und leg die Füße hoch. Okay, dann gehe ich mal wieder an die Arbeit. Wir haben den ganzen Laden für uns. Ich fühle mich wie ein VIP. Jetzt rede. Was zum Henker hast du mir zu sagen? Das ist meine Flasche hinterm Tresen? Ist Okay. das meine Flasche hinterm Tresen? Ja, wartet dort schon ewig. Ich wusste nur nie worauf. Aber langsam kommen mir Ideen, wie ich sie verwenden könnte. Ein hübsches Leben hast du. Ich frage mich, was es dich gekostet hat. Pack die Karten auf den Tisch. Ich glaube nämlich, du hast dich an die Konzerne verkauft. Du verschwendest meine Aber Zeit. das. Hast dir dein hübsches Leben aufgebaut? War es das wert? Wir alle bezahlen für unsere Entscheidungen. Ich bin keine Ausnahme. Das redest du dir ein, während du Konzernchecks einlöst. Das rede ich mir ein, wenn ich an den Gräbern der Atlantis-Crew stehe.
Oder ich rede es mir ein, wenn ich dich jetzt ansehe. Was soll ich sagen? Vergangen ist vergangen. Mhm. Bist wohl kaum hier, um in Erinnerungen zu schwelgen. Du willst mich wieder irgendwo reinziehen. Das Geschwafel ist nur Vorspiel. Wie stirbt? Sie braucht meine Hilfe. Wir müssen in den Sarka Tower. Beides? Dieser Körper. Ich will. Ich bin nicht. Na, fuck. Wie stirbt? Und ich bin der Scheißkrebs, der sie umbringt. Doch der Prozess kann aufgehalten werden. Ich muss nur... Nein, Johnny. Lass es bitte. Mach dir nicht vor, dass du jemandem helfen willst. Es geht wieder mal nur um dich. Damit du dich besser fühlst. Meinst du? So denkst du über mich? Ja. Genau wie damals mit Alt. Und da ging's nicht mal um Schuld. Sondern nur um allgemeines Unbehagen. Ach, leck mich, Prinzesschen. Ich habe mich geändert. Vielleicht habe ich mich ja geändert. Ich habe keine Zeit mehr. Ihr Blick. Wenn die beschissene Uhr 12 schlägt, ist Johnny Geschichte. Und wie gleich mit. Ich muss aus ihrem Kopf raus, bevor es soweit ist. Wir haben es geschafft, Alt zu kontaktieren. Sie wird uns helfen. Aber... Das Problem ist der Ort. Eine Datenfestung. Mikoshi. Und der einzige Zugangspunkt für uns liegt schön gesichert unterm Sarka Tower. Arasaka? Schon wieder? Hätte ich wissen müssen. Nur ein Idiot macht denselben Scheiß immer wieder und erwartet andere Resultate. Tja. Hast du überhaupt einen Plan? Genau da kommst du ins Spiel. Ich brauche Leute und Ausrüstung. Er braucht Pläne. Haben uns vorher auch nie geholfen. Nehmen wir das. Wir brauchen Leute. Du weißt, welche Sorte. Und Ausrüstung. Die beste, die es gibt. Und natürlich Glück. Darauf können wir nur hoffen. Sagtest du wir? Ohne dich kann ich es nicht schaffen. So eine Chance kannst du dir nicht entgehen lassen. Ja, ohne dich kann ich das kaum durchziehen. Ich soll also meine Tsunami entstauben und mich deinem Kreuzzug gegen Arasaka anschließen? Bingo. Wann? Weiß nicht. Jetzt? Mhm. Und warum sollte ich dem zustimmen? Schuldest es mir. Tu es für dich. Warum sollte sie es für sich selbst tun? Weil ich finde, dass du es mir schuldest. Mir und allen anderen, die du auf dem Weg nach oben begraben hast. Scheiße. Ich wusste, dass es so kommen würde. Dass du eines Abends wie durch ein Scheißwunder hier reinplatzt und wieder alles kaputt machst. Manche Dinge ändern sich nie. Und wir? Haben wir uns geändert? Ich weiß nicht. Dann lass es uns rausfinden. Ja, erstmal eine Runde rummachen. Scheiß auf wie. Bist du mir, Rock? Halt die Klappe, Johnny. Halt einfach die Klappe. Ah. Oh. Ich glaube, wir haben Rogue überzeugt. Ich hoffe, wir müssen sie nicht dann begraben. Rogue telefoniert. Oh Gott. Verdammt. Jedes Mal. Was zur Hölle? Ich noch nie wen erlebt, der einfach über 20 Stunden abklappt. Oh mein Gott. Was habe ich verpasst? Was machst du hier? Nächstes Mal schlag ich die Zähne aus. Ich kenne diese Visage. Du musst Crispin Wieland sein. Siehst aus wie dein Vater. Gene sind was Feines. Was habe ich verpasst? Warum bist du hier?
Der Boss wird's dir erklären. Rogue? Es gibt nur einen Boss. Na los, der Boss wartet. Okay, Folge Wieland. Können wir gleich machen. Ich schaue mich vorher nochmal um. Oh Gott. Nimm alles auseinander. Grüße aus dem Nirgendwo. Schau, was haben wir denn da? Jetzt kommt's auch mal rein. Hey, ich schreibe dir bloß, weil es nicht über mich gebracht habe, dich anzurufen, geschweige denn, mit dir persönlich zu sprechen. Vor einer Weile war ich in der Stadt und bin sogar zum Afterlife. Ich stand da nur rum und hab den Türsteher bestimmt 5 Minuten lang angestarrt, bis irgendwelche Kids rauskamen und mir gesagt haben, ich soll mich verpissen. Ich habe auch immer Atlantis vorbeigeschaut. Weißt du, wie es da jetzt aussieht? Bestimmt, du warst bei solchen Sachen schon immer sentimentaler als ich. Das mochte ich immer an dir. Es hat uns einander näher gebracht. Der einzige Unterschied zwischen uns war, wie viele Gefühle wir nüchtern ertragen konnten. Ha, eigentlich wollte ich nicht in Erinnerung schwelgen in dieser Nachricht. Ich bin gerade irgendwo in der Pampa. Kein Satellit am Himmel und die Leute hier trinken Schlangenschnaps. Du hast wahrscheinlich alles, was du im Leben haben wolltest, aber du hast definitiv keine Flasche Schlangenschnaps. Ich werde dir eine schicken, kannst du auf mich trinken. Klingt ein bisschen wie Panem oder so. Okay. Ach, hier sind noch alte Bilder. Hab ich eben schon gesehen. Von vor 50 Jahren. Ein Waffenlager? Können wir hier was mitnehmen? Sieht nicht so aus. Fettes Bett. Oh Gott. Okay, Badezimmer. Glaube, hier gibt's nichts mehr für uns. Ah, 20 Stunden ist schon irgendwie übel, ne? Das wird ja auch irgendwie mal länger. Rogue? Ah, siehst du. Ich habe euch also kennengelernt. Sehr gut. Rogue, was macht diese Kreatur hier? Er ist unser Pilot, bringt uns heute zum Corpo Plaza. Du bist die Beste, unser Pilot. Du bist also dabei. Ah. Rogue. Du bist die Beste. Ich weiß. Sonst wärst du ja nicht hier aufgekreuzt. Mm. Unsere Ausrüstung. Nimm, was du brauchst. Ja. Lieber als das. Nehmen wir alles mit. Da haben wir hier noch Biogranate. Johnny, cool. Du brauchst deine Ausrüstung. Ja, ja. Ich möchte doch lesen, was ich überhaupt aufnehme. Aufklärungsgranate. Katana, ist ja krass. Waffe, Lexington. Das nehmen wir auch alles mit. Ja. Retro-Düsen. Was ist das hier? Retro-Düsen. Antigravs. Mhm. Du schnallst sie an die Beine und springst damit aus fast jeder Höhe nach unten. Mensch, Johnny, ich bin nicht dein scheiß Babysitter. Klingt nice. Hab's schon. Okay, jetzt erzähl mir, wie der Plan lautet. Und ein Panzeranzug. Nice. Steck den Splitter ein. Nimm den Splitter. Du hast so viel dabei. Oh Gott. Okay. Dann werde ich mal kurz ein bisschen was aussortieren. Und warum habe ich eigentlich kein T-Shirt an? Warum bin ich denn nackt? Was zur Hölle? Hier, Johnnys Pilotenbrille muss auf jeden Fall drauf. Ich weiß gar nicht, warum wir sie nicht anhaben. Und ich glaube, es kam, glaube ich, schon wieder ein Update rein bei Cyberpunk. Irgendwie sieht die Optik, also so die Farben irgendwie mal ein bisschen anders aus. Und das hier sieht auch neu aus, dass es irgendwie so einen Farbverlauf hier die ganze Zeit hat. Interessant. So. Itemherstellung haben wir auch direkt. Splitter nehmen. Können wir sonst noch was mitnehmen, aber ich glaube, wir haben alles. Na dann. Gib her. Das Ziel ist der Mikoshi-Zugangspunkt im Arasaka Tower. Wir müssen die Laborebene erreichen. Sie so lange halten wie nötig. Und dann lebend rauskommen. Der Arasaka Tower ist eine Festung. Das sicherste Gebäude in Night City. Wir können also nicht durch die Vordertür spazieren. Also schaffen wir uns selbst ein Fenster, durch das wir einsteigen. Wir fliegen mit einem Militech Strix rein. Ein taktischer Bomber. Zuerst lassen wir von weit oben Feuer auf die Tower-Luftabwehr regnen.
Dann brechen wir durch eine Wand im 75. Stock, springen aus dem AV und überleben dank unserer Antigravs. Yep. Wir landen mitten in einem tropischen Regenwald. Den kennen wir doch schon. Entgegen landläufiger Meinung hat Arasaka durchaus Stil. Wir hacken uns durch den Dschungel bis zu einem Schacht auf der Vertikalachse des Towers. Dieser Schacht führt durchs gesamte Gebäude. Wir setzen wieder die Retrodüsen ein und springen ins Erdgeschoss. Die Sicherheitsleute werden überrascht sein. Ich erwarte Chaos und kaum Widerstand. Wir laufen zur Laborebene, erreichen den Zugangspunkt. Und dann übernimmst du. Kunstpause für Beifall. Wie gesagt, es gibt nur einen Boss. Eine Königin. Ich wusste nicht, dass du einen Bomber hast. Jeder hat seine Geheimnisse. Schätze, heutzutage reicht kein schicker roter Misutani mehr. Wie bist du da rangekommen? Ich bin der beste Fixer der Stadt, du Experte. Konzentrier dich auf den Plan. Natürlich, klingt super, das wird nicht klappen, die werden uns zerfetzen. Möglich. Aber das klingt auch ganz gut. Wir lassen also Feuer auf die Arschlöcher regnen. Im Ernst? Darauf habe ich ewig gewartet. Jetzt spritzt ihr nicht gleich ins Höschen. Wenn wir überleben wollen, müssen wir deutlich mehr tun. Jetzt zum komplizierten Teil. Wir werden einen Jurujin 0401-Satelliten aus dem Orbit schubsen. Scheiße, ein Satellit! Wir schreiben Geschichte, Leute. Das zerschießt die Kommunikation in Night City, Nord- und Südkalifornien. Bringt uns 3-4 Stunden. Keine Koordination, keine Unterstützung. Totales Chaos. Wow, ein Space Shuttle hast du auch? Ich will's gar nicht wissen. Du meinst, du hast nicht nur einen scheiß Bomber, sondern auch ein bewaffnetes Space Shuttle? Ich habe einen Bekannten bei Orbital Air. Aha. Geheimer Wohltäter? Hochrangiger Informant. Ich zahle gut, um uns Zugriff auf den Jurujin zu geben. Der Rest liegt in der Hand deiner Netrunner-Freundin. Du meinst alt. Sie ist die einzige, die ich kenne, die einen Arasaka-Satelliten vom Himmel holen kann. Ah, ein Bekannter bei Orbital Air, ha? Huh? Ein Kontakt bei Orbital Air? Wow, du bist echt die Königin der Fixer. Sei dankbar. Für dich ziehe ich alle Register. Na, ich merk's schon. Du hast ja aus. Das hast du dir ausgedacht, als ich geschlafen habe. Na gut, wir waren 20 Stunden weg, ne? Da hast kann man schon ein bisschen planen. Hast du gedacht, dass ich geschlafen habe? Eigentlich eher, als du tot warst. Hm. Ein Finger am Kommunikationsnetz ist Gold wert, wenn die Konzerne sich wieder bekriegen. Nichts bringt mehr Eddies ein als der Krieg. Ich überzeuge sie, das könnte schwer werden. Ned Watch hat Old im Auge. Ich kann's versuchen. Aber nichts versprechen. Sie ist eine wilde KI und kann schwierig sein. Und Netwatch hat sie im Blick. Die Idee, einen Satelliten auszuschalten, könnte sie verstehen. Ihre Gefühle sind mir scheißegal. Ich bin hier die mit dem größten Risiko. Entweder du überzeugst Cunningham oder ich bin raus. Ich sag doch, ich versuch's. Scheiße. Also, zusammengefasst, wir fliegen unbemerkt zum Arasaka Tower. Und begrüßen die mit einem Arsch voll Raketen. Genau. Dann springen wir rein, finden den Schacht und gehen nach unten. Zum Mikoshi-Zugangspunkt. Ja. Was meinst du? Arasaka wird wissen, dass du es warst. Ich sehe nur ein Problem. Danach gibt's kein Zurück. Du brichst Brücken ab. Ich jag sie eher hoch. Arasaka wird dich ins Visier nehmen. Ja, Orbital Air wahrscheinlich auch. Aber so wie ich das sehe, haben die sich die Scheiße selbst eingebrockt. Also, was denkst du? Das klingt irgendwie zu einfach. Der Plan ist ziemlich löchrig. Ich liebe ihn. gut, die Sätze sind irgendwie ein und dasselbe. Der Plan hat mehr Löcher als ein Kabuki-Puppenhaus. Aber scheiß drauf, das muss klappen. Wird nicht der dümmste Job, den wir je gemacht haben. Das will ich doch hoffen. Was? Ich danke dir. Dank mir später. Erstmal um Alt kümmern. Weißt du, wie man sich im Cyberspace bewegt? Naja, wie hat ja einige Übung darin. Ich schaff das schon. Geh nach hinten. Nix zeigt dir, wie es geht. Okay.
Und du, Waylon, schmeißt den Strix an. Wir sind gleich bei dir. Kann ich deine Waffe mitnehmen? Hab ich noch Zeit für ein Nickerchen? Geh ruhig eine Runde pennen. So, Rogue. Wir sehen uns gleich. Ach, ist das bei dem Typen? Wo wir... Ja! Du wirst also eintauchen, ja? Das ist der Plan. Sind das deine Augenbrauen? Zieh dir einen Anzug an und setz dich dann da drüben hin. Oh lol. Da schweben seine Augenbrauen. Ich mache heute Schluss, also musst du allein wieder auftauchen. Schön. Aber versau meine Ausrüstung nicht. Schön. Aber das war doch der Typ, wo wir vor den Karen-Move abgezogen haben. Ich erinnere mich. So. Einmal ausziehen. Neues Item erhalten. Muss ich dort anziehen? Ah ne, geht schon. Passt. Diese Schuhe sehen schon krass aus. So, ich bin gespannt. Halt. Oh. Bist du da? Wir sind wieder hier. Doch, Alt Cunningham ist Geschichte. Warum behältst du denn ihr Aussehen? Nein, irgendwas von ihr muss noch existieren. Das glaube ich nicht. Ein Teil von ihr ist noch da drin. Scheiße, du siehst aus wie sie. Du siehst alt, weil du es willst. Es ist ein Abwehrmechanismus. Dein Gedächtnis erschafft lediglich ein Ersatzbild von ihr. Es ist seltsam, als ob... Du schlecht träumst. Liest du meine Gedanken? Stark vereinfacht gesagt. Du leugnest immer noch, was du bist. Ein Konstrukt, ein Datensatz. Ich verstehe dich. Du verstehst mich? Wie Zeilen eines Codes. Warum reden wir denn überhaupt? Warum reden wir dann, wenn du doch meine Gedanken kennst? Wie eine Aktion der Reaktion vorangeht, spricht Johnny Silverhand, bevor er nachdenkt. Den Spruch kenne ich doch. Nur ein Teil der Erinnerung aus Alts Sinn für Humor. Okay, das ist echt abgefuckt. Was weißt du noch? Und was weißt du sonst noch? Ich kenne deine komplexen Gefühle. Die Zeit ist knapp. Netwatch könnte unseren lokalen Traffic aufspüren. Ich weiß, wie wir nach Mikoshi kommen. Weißt du irgendwas über Satelliten? Was weißt du über Satelliten? Ich habe einen... Indoor Region 0401. Das kann ich regeln. Scheiße, du tust es. Du liest meine... Ich stimme dem Plan zu. Er wird dich in den Arasaka Tower bringen. Kannst du mal kurz Luft holen? Du wirst in den Arasaka Tower einbrechen und den Port nach Mikoshi finden. Dieses Programm wird die Verbindung herstellen. Ich schicke es mit dir auf einem Splitter. Sobald du eine Hintertür geöffnet hast, wird es mir möglich sein, die Sicherheitsprotokolle zu umgehen. Und dann... wirst du von Wie getrennt. Und Mikoshi wird aufhören zu existieren. Davor hast du keine Angst? Hast du keine Angst? Ich meine, etwas könnte schieflaufen. Angst? Nein, vielleicht eher Unsicherheit. Schon okay, Alt. Ich habe auch einen Riesenschiss. Was passiert mit dem Konstrukten? Ich weiß, du verschweigst mir etwas. Aufhören zu existieren. Wie die Konstrukte darin, oder? Nein. Die Datenkonstrukte werden nicht zerstört. Ich beabsichtige, sie mitzunehmen. Sie zu integrieren. Du willst sie essen? Nicht nett. Tut mir leid, dass ich gefragt habe. Du willst sie auffressen? Die armen Konstrukte? Ziemlich abartig. Du vergisst, dass es Daten sind. Daten, die nicht verschwinden, sondern Teil von etwas Größerem werden. Und was genau heißt das? Es kann nicht in für dich verständliche Worte gefasst werden. Aber eines Tages erlebst du es vielleicht selbst. Klingt irgendwie gruselig. War das alles? Warte, eine Sache noch. Wie war's mit einem Viel Glück, Johnny Boy? Das war's, wir sehen uns in Mikoshi. Gibt's denn noch was? Warte, eine Sache noch. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wenn du etwas sagen willst, sag es.
Schön, dich wiederzusehen. Ich wollte mich entschuldigen. Hoffe, es ist nicht zu spät. Rogue lässt grüßen. Mir wurde gesagt, ich bin echt schlecht in sowas. Aber vielleicht ist es noch nicht zu spät. Also, Alt. Es tut mir leid, was mit dir passiert ist. Und mit uns. Und? Ja. Ja, was? Ja, Entschuldigung angenommen? Oder ja, es ist zu spät? Beides. Pass auf dich auf, Johnny. Hoffen wir mal, dass sie es angenommen hat. Und wieder zurück. Oh je. Okay, uns geht's gut. Gut. Ich hatte schon ein bisschen... Oh, Spiegelbilder sind dann mal los. Hatte schon die Befürchtung, dass uns das nicht so gut bekommt. Ich weiß nicht, ob du mich hören kannst. Ist dieser BH? Danke für dein Vertrauen. Ziehen wir es durch. Warte mal kurz, können wir diesen BH ausziehen? Sieht so dämlich aus. Upp. Obwohl, hier hat man den nicht an. Was haben wir denn? Ich habe, glaube ich, nicht mal einen BH dabei. Okay, kann, glaube ich, sowieso nichts anziehen. Vielleicht wird das auch einfach nur seltsam dargestellt oder so. Weil hier hat sie ja offensichtlich irgendwie noch ein BH drüber. Und halt auch so in dieser, wie ihre Haarfarbe halt aus. Irgendwie ist das sehr merkwürdig. Aber gut. Der Anzug an sich sieht aber eigentlich ganz cool aus. Ach, nix ist schon abgehauen. Oh, können wir sogar nochmal benutzen. Okay, genau, nur noch ins Net gehen. Dann gehen wir mal zu Rogue. Papierkram liegt bei Asukaga in Finch. Ja, alles in Ordnung, kein Grund zur Sorge. Jetzt fahr rechts ran. Mach den Motor aus und sieh dir die Sterne an. Du wirst es nicht bereuen. Ich muss los. Hab dich lieb. Mit wem spricht sie denn da? Größtes Ding deines Lebens in diesem Outfit. So, steht mir doch super. Ja, voll mit dem BH. Fängt nur keine Kugeln ab. Aber wenn du meinst. Ich kann es leider nicht mehr ändern. Wer war das? Rogue, wer war das? Mein Sohn. Oh. Okay, das habe ich nicht erwartet. Ich auch nicht. Soll das etwa heißen, du hast ein Privatleben? Mehr musst du nicht wissen. Okay. Also nochmal, bist du bereit? Krass, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ja. Ja, bin soweit. Gut, dann komm. Sonst hebt der Irre noch ohne uns ab. Oh Gott, krieg echt so ein bisschen Flashbacks, ne? Von unserem Flashback, ja, Rogue? Ich mochte diese Bar. Oh Gott. Werd sie vermissen. Oh, ich hoffe, du kannst irgendwann wieder zurückkehren. Im besten Fall. Die Waffe ist auch geil. Ist fast größer als sie selbst. So. Ganz nah. Einmal aufs Dach. Wegen Wieland. Was hast du ihm über den Job gesagt? Er wollte nur wissen, wie viel er dafür kriegt. Kann er was? Wie viel kriegt er? Hat er's drauf? Sonst wird er wohl kaum mit ihr arbeiten. City-Legende zu werden. Wer will das nicht? Auf geht's. Hat's nämlich am Anfang von dem Flashback, den wir hatten, nicht auch geregnet? Diesmal nicht, Schätzchen. Wayland, bring uns hoch. Alles klar. Aber wir haben gar kein Geschütz mehr zum Ballern, ne? Das fehlt. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied zu letztes Mal. Rogue. Ja?
Du bist so verdammt still. Ist alles okay? Ich kann nur nicht glauben, dass wir das echt durchziehen. Da kommen Erinnerungen hoch, was? Sag mir nicht, du hast jetzt Zweifel. Wie in alten Zeiten, oder? Wie in alten Zeiten. Weißt du, was ich an Night City am meisten mag? Ach ja, was denn? Das da unten. Siehst du das? Einen Tag bist du in der Gosse und am nächsten liegt dir die ganze Stadt zu Füßen. Diese ganze Scheißstadt, in der dir keiner was vorschreiben kann. Nicht mal diese Hurensöhne. Keine Ahnung, wie das endet. Aber ich sag dir, das gibt ein lautes Erwachen. Ja, die Stadt ist reif für einen neuen Weckruf. Scheiße, das ist so schön. Und es wird gleich noch schöner. Was soll das heißen? Ihr dreht euch eine Tüte und lasst mich nicht ziehen. Träum weiter, Squammer. Guckt nach oben, Leute. Ich gucke. Cunningham hat ihren Auftritt in 3, 2, 1. Oha. Wow, war das der Jurugen? Wünscht euch was. Ich wünsche, dass ich nicht sterbe. Die haben uns im Visier. Scheiße. Ah. Was machen wir? Unseren Plan durchziehen. Okay. Ich bin ready. Was soll schon schief gehen? Ist das da Elon Musks Rakete? Oh Gott. Oh Gott. Bitte. Gott, ich dachte, ich muss jetzt schon lenken. Hilfe. Oder muss ich lenken? Ich bin mir unsicher. Ach du Scheiße. Oh. Das ist alles sehr wild hier. Hey, unsere Grabschuhe. Das hat ganz gut funktioniert, glaube ich. Oh no. Initiiere Hayabusa-Protokoll. Das Gebäude ist abgeriegelt. Oh no. Scheiße. Hey, Sicherheitspersonal in die vorgesehenen Bereiche. Das könnte jetzt lustig werden. Wayland ist nicht gesprungen. Gecrashed beim Wasserfall. Ich versuche ihn zu erreichen. Macht das. Dann müssen wir jemanden mit Zugang zum Fahrstuhl nach unten finden. Wayland, hörst du mich? Bist du noch in einem Stück? Glaub schon, aber der riesige Stamm will mich vielleicht fressen. Wir holen dich da raus. Bleib, wo du bist. Sind wir jetzt bei The Forest? Was auch sonst? Wir holen Wayland ab. Ja, holen wir ihn. Er kommt schon alleine klar. Ja, okay. Komm. Sicher, sicher.